Ja, wir sind zurück beim Fortuna Junior Kicker Cup und ich habe zu Beginn gesagt, der Wettergott meint es gut mit uns. Derzeit leider nicht so, weil es regnet draußen, aber gut meinen tun es unsere Sponsoren. Wie viele Limonaden werden denn da heute so gebraucht? Naja, zur Vorausscheidung in den verschiedenen Orten brauchen wir da etliche Kisten und beim Finale heute reden wir von Paletten, damit die Jugend da ordentlich versorgt ist mit Limonade und Sodawasser. Das heißt, man versorgt sie mit der richtigen Energie? Absolut, ist ganz wichtig. Man sieht ja, was die Kinder für einen Spaß haben und für einen Bewegungsdrang, wenn man sie lässt. Und da ist natürlich wichtig, dass der Flüssigkeitshaushalt auch dementsprechend wieder aufgefüllt wird. Ja, warum liegt denn der Raiffeisenbank Jugend und Sport so am Herzen? Es ist eine große Freude, dieses Turnier jedes Jahr wieder zu unterstützen. Und es ist der beste Beweis, dass sich die Fußballerinnen und dieser Fußballer, die jungen Kicker, sich nicht nur am Laptop und beim Handy bewegen, sondern dass sie bei einem Turnier die Kräfte messen. Und da kann man der Firma Tanner nur Danke sagen, dass dieses Turnier jedes Jahr wieder auf die Beine gestellt wird. Und wir sind jedes Jahr wieder gerne dabei. Ja, und gerne dabei sind wir jetzt wieder bei unserer Sendung.